Wir haben eben auch schon gesehen, ein sehr CT-lastiges Inferno-Game gesehen zwischen den Unicorns of Love und TK Esports, wo man wirklich sagen muss, TKs CT-Seite hat mir super gut gefallen, war sehr schön zusammengespielt. Hier geht die Seitenwahl an Alternate Addicts, also die dürfen auf ihrer Map auch noch auf der CT-Seite starten. Also das ist nochmal so, nochmal ein heftigerer Nachteil für die Playing Ducks und ja. Attacks ready. Die Playing Ducks ebenfalls ready. Wir legen also los, Leute. Auf geht's in die zweite Partie des 7. Spieltags. Hier in der Night and Damage Liga. Alternate Attacks gegen die Playing Ducks. Hier auf Inferno. Welche Granaten werden gekauft? Wir sehen erstmal bei Dude, Smoke, Flash, HE. Also kein Diffuse Kit am Start bei Alternate Attacks. Nevis hat die Utility auf der T-Seite gekauft. Smoke Doppelflash mit einer Decoy. Oh, mal gucken, wie er die einsetzen wird. Und da wird erstmal in der falschen Mitte gewartet, ob die Info-Jumps durchs Haus kommen. Wir haben es natürlich gesehen, da ist keiner rübergesprungen. Die Playing Ducks predikten jetzt einfach mal, dass Attacks denkt, in der falschen Mitte war keiner. Die schauen aktiv die Mitte runter. Falsche Mitte ist also immer noch eine Gefahr. Und Cressy, der jiggelt das. Und dann wird Stefan wahrscheinlich an der Treppe ein bisschen hochkommen, sobald der Kontakt hat. Aber Stefan schießt vorbei. Cressy gut unter Druck. Der erste Kill also für die Playing Ducks. Die kommen kurz gut vor. Backside Smoke liegt auch, aber Slakes konnte da noch einen Kill machen. Stefan mit dem nächsten. Der ist ja auch ein starker Pistolspieler. Slakes aber dann durch den Lurker in der Mitte getradet. Stefan das Haus dann einfach in den Herkampf von Syns geholt. 3-2, die Überzahlsituation für die Playing Ducks. Und nochmal, Attacks hat kein Diffuse-Kit in der Pistole gekauft. Cargo bleibt auf dem Spot, verteilt dann noch ein gutes Brett und Synx, der kann dann aus dem Pit sogar beide Frags machen. Schlussendlich das 3K für ihn und das 1:0 für die Playing Ducks. Der richtige Call am Haus, einfach durchzuziehen und Cressy da unter Druck zu setzen. Bitter für Stefan, dass er in der Runde nur einen Kill machen konnte und Cressy nicht supportet hat. So, wie sieht die nächste Runde aus? Attacks geht in den Force Buy. Haben 4 Smokes dabei, können also versuchen, viel Zeit rauszuholen. Das ist das Selbstbewusstsein des Favoriten, dass man hier dann vor allem die Deagles auspackt, aber auch eine 5-7 und eine P250 dabei. Die Playing Ducks spielen die Bananenkontrolle an, aber da ist schon eine Nade von Mantu vorbereitet. Und, oh, ich dachte, die kommt gut, aber die Doppel-Nade zieht Syncs nur 82 HP ab. Jetzt schon mal die Information für die Playing Ducks, dass da 2 Leute auf dem B-Spot stehen. Und Mantu haut da das erste Deagle-Brett raus. Pony-Sun. Down. Ah, da baitet er mit der Smoke noch, dass im Dark einer steht. Oh, Dude macht da sogar noch einen Kill von der ersten Obstkiste. Cressy kommt dann schon dazu. Und Mantu steht ja immer noch im Quad. Die haben das, glaube ich, wirklich gekauft. Die müssen doch wissen, dass der Mantu noch irgendwo in der Nähe ist. Da geht die Bombe down. Der hat doch den ersten Kill gemacht. Nicht gut aufgepasst hier von den Playing Ducks. Aber Delcor schaut nochmal nach hinten im 1-2. Holt sich erst den aus der Banane. Mantu auf dem Spot auf 55 Sekunden. Und er dreht die Runde noch für die Playing Ducks in Richtung 2:0. Aber das war sehr, sehr teuer für die Playing Ducks. Und da könnte Attacks jetzt auch nochmal überlegen, ob sie ein weiteres Mal forcen. Das Ace von Delcor hier, die Ballerina und der Artun, die schreibt das. Mir ist es gar nicht aufgefallen, aber das 1-on-3 zum Schluss sehr, sehr stark. Also ist kein weiterer Force Buy von Alternate Attacks. Es ist eine Eco, hier wieder die Anfangsgranaten ins Haus. Molly und HE-Kombi oder eine Doppel-HE-Kombi. 4-Mann falsche Mitteaufbau. Eine schnelle Flash in Richtung kurz. Nochmal ein Molotow oben in den Balkon rein. Dude. An der, an B zieht sich da zurück. Alarmkontrollen werden dessen bekommen. An kurzen Spieler down. Ecke noch gecheckt. Saubere Arbeit von Delcor. Ah, und die Runde ist damit eigentlich weg. Ihr kennt das auf Inferno. Wenn die 3A-Spieler so fallen, dann ist das mit der Rotation meistens ein sehr schwieriges Unterfangen. Cressy in der falschen Mitte bereitet da einen Exit-Frag in Richtung Haus vor. Die Bombe ein bisschen unorthodox gelegt, aber immer noch gut offen für den Pit. Ne, und Delcor macht dann noch einen dritten draus. Also auch eher mit einem Hattrick. Aktuell echt stark unterwegs. So, Cressy. Wird da auch noch erwartet. 6 HP. Ja, muss jetzt eigentlich nicht handeln, aber wenn der Kevlar verliert und so, ist natürlich nicht verkehrt. Problem ist, dass man dem jetzt einfach noch eine MAC-10 zuwirft. Und Inferno ist schon eine Map, wo Nahkampf häufig, ja, häufig eine Sache ist, die
passiert. Okay, das ist ein schlechter Satz gewesen, es tut mir leid. Ich dachte, die machen doch einen Doppelpeak draus. Nee, baiten einfach nur, lassen Nevis dann reinlaufen. Und so haben wir das 3:0 für die Playing Ducks durch einen stark aufspielenden Delcor, der nach 3 Kills schon 9 Runden auf dem Scoreboard hat. Der lässt Cargo mit den 0 Frags da gerade noch nichts übrig. So, da ist auch der Lucky Strike im Chat. Ich wusste doch, dass der irgendwann auftaucht. Wenn Etex spielt, ist der nicht weit. Delcor, die klassische Flash, Mitte hoch, um die AWP dann ein bisschen zu stören. Hat den Run-Boost noch gesehen, den Etex immer sehr schnell spielt. Und Cargo, das smoked sehr früh allang ab. Sehr schnelles Tempo bisher von den Playing Ducks. Frühe Pläne, schnell durchgezogen, gefällt mir. Das Selbstbewusstsein, mit dem der Underdog hier arbeitet, sogar den Doppelpeak mit einer Flash noch supported. Merken jetzt, dass die Hauskontrolle unproblematisch ist. Und da wird auch schon die Backside-Smoke geworfen. Aber ich glaube, eine Spot-Smoke noch hinterher. Guter Winkel von Slacks. Den stört die Smoke da hinten natürlich nicht am Pit. Stefan kann da nichts machen, kümmert sich ohne Probleme ums Haus. Da muss Cargo, glaube ich, auch ein bisschen länger warten. Cressy macht da 2 Slacks vom Spot dann mit seinem 2. Kill zum 1:3. Alternate Attacks gewinnt also die erste Buy-Round. Und die Playing Ducks haben, denke ich, nochmal Geld, um einmal zu kaufen. Ja, Pony, Sun und Zynx ein bisschen weniger. Zynx könnte auf eine Galil gehen. Für Delcor war noch eine AWP dabei. Ja, und er geht auf die Galil. Flash, okay, zwar nicht die Doppelflash, aber zumindest 3 Granaten am Start bei Zynx. Ich denke, der Buy ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Vor allem möchte man ja verhindern, dass Etex direkt mit einer Folgerunde startet. Schneller Kurz- und Haussplit hat hier nicht funktioniert. Das heißt, die Playing Ducks müssen ein anderes Mittel suchen, um Richtung A-Spot voranzukommen. Vielleicht funktioniert es aber auch Richtung B. AE, Chaos einfach mal auf Timing, falls die Playing Ducks da so ein Wasserfall-Play in Richtung A machen wollen. Slacks mit der AWP an der Lang. Sehr verhaltener Mitte-B-Aufbau. So, eigentlich müssten die Playing Ducks da mit einer Regression arbeiten, vor allem, weil sie wissen, dass Slacks letzte Runde schon die AWP hatte. Und wieder sehr schnell im Game drin ist. Da spielt Etex wirklich nur auf die normale passive Information. Da späte Rotation wird sein, wenn der B-Go kommt. Ein ganz, ganz langsamer Aufbau von den Playing Ducks. Die können hier einen sehr explosiven Execute Richtung B spielen. Ich glaube, sie fangen den mit der Flash an. Das ist super. Oh, die Gegenflash war sehr fies. Die P250 nach vorne hat erstmal auch gut gemacht. Aber ein schöner Spraydown von Mantu, Synx und Nevis down. Ah, die Position von Dude wird dann zwar gespottet, aber kein guter Winkel. Dude kann den Frag dann sogar machen. 13 Sekunden, die Support Flash noch dazu. Tatsächlich war Mantu von der nicht mal blind, die ist sogar noch in seinem Rücken aufgegangen. Ja, und das gibt Gimme Playing Ducks jetzt auf. Haben zwar noch einen Spieler in die CD Base reinbekommen, aber das wird jetzt einfach nur noch gesaved. Oh, Delcor! Junge, der überlebt das noch ganz, ganz knapp. Bringt er die AWP da durch? Wäre der noch nach der Zeit down gegangen? Hätte nur $800 und gar nichts am Leib gehabt. 3:2. Also Alternate Attack, seit sie die Waffen haben, oder die Rifles haben, die AWP haben, sieht das hier gerade echt problemlos aus. Boah, Mantu im Sprung dann einfach mal Shots abgegeben. Ja, da fightet Dude dann mit. Oh, der muss jetzt aufpassen, aber Rotation ist schon da. Cassie hilft jetzt aus. Der weiß genau, wie er da arbeiten muss, falls Dude nach dem 3. Kill down geht. Geht nämlich nach vorne, nimmt die nächsten beiden mit. 3:3. Also ein schneller Quickie zum Ausgleich für Alternate Attex. Die Playing Ducks haben die Eco zwar durchgezogen, aber immer noch nicht genug Geld, um zu kaufen. Also wird es nochmal eine Eco geben müssen. Da gehen auf Deagles, P250, CZ. Etwas bessere Pistolen, also einfach um den Hauch einer Chance in den Duellen zu haben. Oh, boah, Slacks. Starkes Ding von ihm. Nevis hat den Pit eigentlich ein gut, also halt im Pit im Schutzbaum. Gutes Timing, nur der Fuß hin gegen Pony Sun. Die AE
die Rampe runter, macht dann keinen Schaden mehr, weil die Playing Ducks dann doch durchgekommen sind. Und dann das Timing Play, aber das ist ein doppeler Lang-Setup. Da sieht man schon, dass Alternate Attacks anfängt zu spekulieren, dass die Playing Ducks mehr über Alang versuchen. Sollten die Playing Ducks jetzt das Doppel-Alang-Setup gesehen haben, ist es für die natürlich jetzt schwierig zu entscheiden, ob Attics das nochmal spielen wird, sodass der House-Kurzsplit wieder eine Möglichkeit wäre. Oder man sagt, genau in dieser Runde greifen wir wieder lang an, weil Alternate Attics das Mittel jetzt schon verraten hat. Ein bisschen Schere, Stein, Papier muss einfach sein in jedem Counter-Strike-Game. Cargo und Co. Mitte hoch. Und so unten perfekt gedroppt, aber auch Delcor bekommt einen Kill. Und ich muss mich korrigieren, das war falsch. Mitte hoch, nicht Mitte hoch. Del kommt mit dem zweiten. Seine Shots gerade super wichtig. Aber Mantu geht dann einfach hinterher, verhindert, dass der Alang schon reinkommt. RWP an A hat sich da schon verraten. Und Cargo geht dann einfach das Haus raus und dürfte die Steps sogar gehört haben. Das Problem ist, dass sie irgendwie noch an Mantu vorbei müssen. Über die falsche Mitte hätten sie einen sicheren Laufweg. Backside Smoke wird schon mal geworfen, das ist ein bisschen früh von Cargo, seine Mates sind noch nicht in der Nähe, der hätte die Position vielleicht noch ein bisschen ausspielen müssen, will aber verhindern, dass Mantu da irgendwie über die Backside eingreifen kann, dass er da vielleicht mit Timing vorkommt. Kurzposition dann auch gecheckt, die Bombe kommt auf den Spot, wird an der Säule geplantet. Cargo müsste sich jetzt eigentlich in Richtung Pit zurückziehen und tatsächlich war das Play von Cargo doch das entscheidende Play in dieser Runde. Denke, jetzt nochmal so drüber nachdenke, war das Timing der Backside Smoke auch nicht verkehrt. Man darf auch nicht vergessen, mit dem Lampenfixpunkt fliegt die Smoke noch ein paar Sekunden. Also, X baut die Führung nicht weiter aus, sondern geben sie erstmal ab in Richtung Ausgleich. 4:4. Dude nämlich schon am Saven. Das Geld bei Alternate Attacks über diese drei Runden allerdings sehr gut aufgebaut worden. Haben da wenig Spieler verloren. Und auch da bleiben die Playing Ducks konzentriert, flashen sich auch nochmal in den T-Teppich. So, die Playing Ducks. Drei Waffen durchgebracht, auch noch gut fürs Geld die Runde gewesen. Also, viele aggressive Aktionen von Alternate Attacks, die gern auch mal ein bisschen loose spielen, wenn das Game sehr gut läuft, das jetzt vielleicht ein bisschen früh in der Partie passiert. Bisher halten sich die Playing Ducks da wacker im Spiel. Cargo wieder mit der frühen Alang Smoke. Flex mollet dann lieber ab und zieht sich schon mal zurück, sodass er beim Argo direkt mithelfen kann. Und auch hier der nächste Molly sehr früh raus. Ein schöner Fixpunkt, der sehr tief in Richtung kurz reingeht. Den könnte Cressy jetzt natürlich ausnutzen. Wartet, bis die HE weg ist, dann die Nate rein. Oh, die kamen recht sexy. Ich dachte vielleicht, dass die Cressy sogar mit einem Flash-Move vorschicken. Dude, ignoriert die Smoke da nicht, er mollet nur hin. Oh, und da hat Cressy eine gute Position. Schöner Double-Kill von ihm. Stefan aus dem Pit, da noch einen Kill gemacht. Dude geht als Support zwar schon down, aber Slakes ist ja auch mit auf dem Spot. Also immer noch drei Spieler, die hier den nächsten Ansturm der Playing Ducks erwarten. Das Flash-Timing. Bisschen früh, die Smoke war noch nicht weg. Cressy geht zwar noch down, sodass es einen zweiten Kill für die Playing Ducks gibt, aber schlussendlich wieder eine solide runtergespielte Runde von Alternate Attacks. Und die merken jetzt, wenn wir einfach nur hinten auf dem Spot stehen bleiben, nicht zu aggressiv stehen, dem Gegner nicht die Möglichkeit geben, Openings zu bekommen, dann stehen wir gerade am besten. Ich denke, da muss Alternate Attacks das Game jetzt auch nur leicht variieren. Vielleicht an B ein bisschen aggressiver, da spielen sie jetzt zu dritt. Cressy wird da wahrscheinlich wieder die schnelle Smoke, die Banane runterhauen. Ja, und Slacks ist da wieder zur Stelle, um gegen den Fuchsbau den Frag zu machen. Das ist halt natürlich super krass, wenn du so eine aktive AWP auf der CT-Seite hast, die auch gegen den Fuchsbau face. Da musst du wirklich eine Doppelflash hochwerfen. Vielleicht noch eine HE hinterher, damit der Repeak wirklich sehr unangenehm für die AWP wird. Stefan, gute Hits abbekommen, bekommt da noch den Molly vor die Füße, damit er sich zurückziehen kann. Und haben sie gut für Stefan mitgearbeitet. Aber der Anfangsdamage für die Playing Ducks deutlich schwieriger zu handeln als für einen Stefan, der mit 8 HP einfach eine passivere Position einnimmt. Hier jetzt die Flash für Dude. In der Mitte gesehen, dass die Playing Ducks da aufbauen. Ah, und Dude wird da jetzt auch ein bisschen
aktiver, schöner Doppelkill dagegen Pony Sun und Nevis. Und Stefan macht mit 8 HP dann einfach nochmal ganz locker, flockig den Shot über den Heuwagen. Ja, auch wenn Slex hier nochmal verschießt. Oh, der zweite. Da lässt er lieber Cressy nochmal eingreifen, bevor die AWP down geht. Jetzt auch die Doppel-AWP im Spiel bei Alternate Attacks. Und die Playing Ducks. Okay, Punktpause ist es, genau. Nicht Kommapause. Ah, die besprechen sich nochmal. Es ist jetzt nicht so, dass sie komplett unter die Räder geraten, aber die Runden, die Alternate Attacks holt, sehen schon sehr sicher aus. Jetzt auch wieder 4 überlebt, davor 3 überlebt. In der Runde, in der sie verloren haben, noch eine Waffe gesaved. Also die Alternate Attacks schafft es halt sehr, sehr schnell, sehr viel Geld aufzubauen, weil sie einfach super diszipliniert stehen. Und die Playing Ducks eben kaum Möglichkeiten haben, sauber zu traden. Und wenn sie traden würden, würden sie daraus zumindest Raum bekommen. Also das heißt, die Trade Kills zu vermeiden, heißt hier nicht nur viel Geld aufzubauen, sondern eben auch die Runde klar zu machen. Und das ist typisch Inferno. Also ein leichtes Overcommitment auf der CT-Seite kann in vielen Fällen das Kartenhaus auf der CT-Seite schon einbrechen lassen. So, die Playing Ducks. Und nochmal kaufen. Und in den Viermann falsche Mitte aufbauen. Auch keinen irgendwie über die Brücke geschickt, der mal ein bisschen Richtung Teppich bankt oder so. Sondern wirklich alles erstmal nach vorne gelaufen unter den Balkon. Hier wieder früher Langsmoke, früher Backside Smoke, früher Flash vorbereitet, um die Mittekontrolle einzunehmen. Und dann durch die eigene Smoke-Analang durch. Oh, das ist ein leckerer Call. Sie sind genau in die Lücke gelaufen. Können du zwar unter Druck setzen, aber Cressy ist dann durch die Backside-Smoke nochmal durch. Kann da aushelfen. Wichtiger Frag von Dude, denn der Kill kommt kurz bevor die Smoke aufgeht. Das heißt, Delcor will da nicht mehr vor. Starke Aktion hier vom Ingame-Leader, von Alternate Attacks. Die Bombe sehr ungünstig gedroppt für die Playing Ducks. Haben sich auch die B-Spieler schon ein Stück zurückgezogen. Und man lässt Mantu hier auf den Minischlitz mit der zweiten AWP in Richtung B abaimen. Er steht allerdings an der Deckung, wo er nicht so gut rauskommt. Dude macht währenddessen noch den nächsten Kill. Ja, und da auch einfach wieder ganz locker rotiert von den Playing Ducks. Von Alternate Attacks natürlich, entschuldigt. Die einfach sagen, okay, Bombe down an CD Base, einer zielt B ab. Dude kann seine Position ganz gut halten. Passt ihr nur auf, dass keiner in die Bibliothek reinkommt. Und schon hast du sehr viel Kontrolle über die ganze Situation um die Bombe herum. Auch sowas ist ein Kartenhaus, kann mit einem Pick von den Playing Ducks umkippen. Aber das ist eben nicht passiert. Es kommt nochmal die Eco. Der Flick von Mantu geht vorbei. Er hat noch Support von Dude. Molly kommt. Mantu. Close Fight. Der No-Scope nochmal rausgehauen. Rotation ist längst da. Die Mollys liegen aber gut. Mantu darf jetzt natürlich nicht übertreiben. Nochmal eine Smoke hinterher, damit Cressy auf den Spot kommt. Und Stefan, der zieht die Schlinge von hinten schon zu, läuft die Mitte runter. Das ist so der Moment, wo Attacks auch wieder zeigt, dass sie sich von einem Tempowechsel eben nicht überraschen lassen. Boah, und Mantu gerade wirklich on fire. Da sitzt auch jeder Flick. Keine Chance für die Playing Ducks. Die nächste Flawless Round. Und das Geld ist einfach insane. Alternate Attacks hat 2 Spieler, die schon über 10.000 Dollar haben. Und die müssen ja kaum was nachkaufen in dieser Runde. Nur die Utility, die sie in der letzten Runde gekauft haben. Verbraucht haben, nicht gekauft haben. Und das ist so gut, ey. Auf der CT-Seite eine laufende Economy zu haben, fühlt sich einfach so bombastisch an. Oh, die Flash kam zu hoch. Schöner Winkel von Delcor, Slags down, gegen Smoke von Cressy. Der kann jetzt natürlich die Mitte hier stehen bleiben, war ein bisschen laut. Sprayt sogar rein und will die Ave mitnehmen. Hat den Spiel auch gesehen, richtig starker Schuss gegen Synx. Backside Smoke wieder ready. Wiederholt sich so ein bisschen bei den Playing Ducks. Die wollen nicht gegen B arbeiten. Dude kommt dann eben runter, haben sie gar keinen Fokus mehr drauf, zieht sich sofort zurück. Darf jetzt nicht übertreiben, Delcor holt ihn. Das wäre nochmal die Gelegenheit, um Richtung B zu rotieren. Dann macht Delcor einfach noch den Shot gegen den Pit. Die müssen gar nicht auf den freien Spot gehen. Aber genau das könnte jetzt zum Verhängnis werden. Delcor nochmal durch die Wand. Das 1-2 für Stefan, der hockt immer noch im Pit. Kann Delcor, der tankt ihn einfach nochmal. Was ist denn gerade bei Delcor los?
Der riecht jetzt hier das Ace. Versucht es nochmal mit dem Bang. Also jetzt will er gar nicht mehr. Jetzt will er diese fünfte Runde auf jeden Fall. Die Bombe ist immer noch down. Aber Stefan ist auch so ein Klatschmeister. Nochmal die Rotation von Sphinx. Der ist komplett rumgelaufen. Wenn Delcor derzeit gefallen wäre, wäre das für Sphinx natürlich ein Problem. Aber Delcor zieht einfach das Ace durch. Hat Stefan da wirklich keine Luft zum Atmen gelassen. Die fünfte Runde für die Playing Ducks. Und ja, Slacks versteht die Welt nicht mehr. Delcor sagt es auch nochmal, blind getötet. Aber ich glaube, er war gar nicht blind, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, den Winkel, den er gegen den Frag von Slacks hatte, den hat er auch einfach, das ist einfach, den kann er vorher anzielen, wenn die Flash kommt. Schuss abdrücken. Würde ich als predicted bezeichnen von Delcor. Hat dann gepasst. Und eben gerade noch Lob im Chat gelesen vom Sneaky God. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, tatsächlich verdiene ich mein Geld hier mit dem mit der Arbeit. Und mit meinem eigenen Stream noch. Aber genug der Eigenwerbung. Nevis. Tor, noch ein Tor. Nein, der geht erstmal zur kleinen Wand. Ist Delcor da noch ein bisschen Bang? Ey, Delcor ist gerade so ultra wichtig. 16 Kills. Und der zweite im Scoreboard von den Playing Ducks hat gerade mal 5. Also 11 Frags vor allen anderen. Oh, Pony Sun kann er jetzt nicht mehr viel dran ändern. Wird sofort von Mantu gepickt. Auch hier keine gute Flash der Playing Ducks gegen die Position. Gegen diese Standardposition der AWP, ganz ehrlich. So, Slacks. Ist dann noch geholt. Dann auch Nevis down. Wann greift Delcor endlich in die Runde ein? Der einzige, der hier gerade irgendwie gegen Attex mithalten kann. Aber nochmal eine Gegenflash. Und Slacks gönnt sich einfach den dritten. Ja, die Mitte-Kontrolle also funktioniert hier gar nicht. Und sie wissen natürlich gegen Delcor jetzt lieber nichts riskieren. Aber ich glaube, die haben ganz andere Pläne bei Attex. Das sieht deutlich aggressiver aus. Könnten ja eigentlich auch darauf warten, dass die Zeit abläuft und ihn erst dann nachholen. Das wäre dann noch schlechter fürs Geld von den Playing Ducks. Oh, und ich glaube, wird das Messer da ausgepackt? Nein, die kriegen Delcor noch gepickt. Ah, das kostet sie Cressy, aber nochmal, das Geld von Alternate Attacks ist einfach durch die Bank weg. Erste Sahne. Insgesamt dominieren sie das auch ohne die Pistol Round, wenn das gerade mal 2 Runden auf der T-Seite für die Playing Ducks gewesen. Und Alternate Attacks auf der T-Seite, die spielen, denke ich, ein bisschen kontrollierter, nutzen ihre Flashes ein bisschen besser als die Playing Ducks. Attacks zeigt hier schon, wer der Herr im Haus ist. Da sind wir ganz ehrlich. Aber es ist nun mal der erste Alternate Attacks gegen den letzten. Die Playing Ducks. So, wieder die Doppelnade vorbereitet. Das war nur eine diesmal. Dude hat seine noch drin gelassen. Oh, der geht hier in den Mini-Schlitz rein. Na klar, es ist Delcor, der Kill Nummer 18 macht. Da hätte man ein Umschaltspiel mit den 3B-Spielern draus machen können. Aber ich glaube, da... Ach, da fehlen jetzt so ein bisschen die Eier von den Playing Ducks. Das ist so schade. Gerade in einer Runde, wo man so einen Force-Ball raushaut. Oder raushauen muss, weil es die letzte Runde ist. Das funktioniert noch. Sie kriegen Dude, ohne dass er einen Kill machen kann. CD-Base-Smoke allerdings weg. Sphinx hätte noch eine. Der ist aber in der falschen Mitte unterwegs. Dafür haben sie jetzt Nevis an der zweiten AWP. Und der fängt jetzt auch mal an, noch einen Frag zu ziehen. Delcor, Kill Nummer 19. Und es sieht so aus, als könnte es nochmal eine 6. Runde für die Playing Ducks geben. Und ich denke, das ist dann auch eine solide T-Hälfte. Auch wenn es nicht viele Buy-Rounds an sich waren. Boah, jetzt bloß nicht Stefan hier noch den Entry liefern. Ecke gecheckt, auch den Kill bekommt er noch mit dem Mollikan natürlich nicht vor. Wollte den so löschen, dass er eine Lücke an der Seite hat. Also er will da wirklich noch reinarbeiten. Mit der Smoke hat er auch noch Deckung nach hinten. Bekommt den nächsten. Junge, Stefan, der macht doch jetzt hier das 1-on-5. Die Lücke existiert noch, er kommt durch, die fused an. Junge, er hätte auch einfach durchziehen können. Lockt den Gegner hin, da kommt aber die Flash und das war gut. Was macht der denn da? Wie pennt der denn bitte? Er kriegt den Kill noch, aber was war denn da gerade bitte los? 9-6, ey, Stefan. Auf einem guten Weg, das 1-on-5 noch zu klatschen, aber ganz hat's nicht funktioniert. Es ist das 9-6 zur Halbzeit. Ich denke, beide Seiten können hier zufrieden sein. Etwas... Ja, salopper Start von Alternate Attacks. Gut aufgefangen, sobald sie die ersten Rifles in der Hand hatten. Wir machen eine kurze Pause, Leute, und sind in 2 Minuten wieder für euch da mit Map, ne, mit Halbzeit Nummer 2.
Wir machen weiter mit Halbzeit Nummer 2 zwischen den Jungs von Alternate Ethics und den Playing Ducks. Jetzt habe ich aber einen kleinen Fehler gemacht. Der Sound müsste wieder... Ich spreche einfach ein bisschen lauter, Leute. Das ist kein Problem. Wir gehen also rein in die Pistol Round, sehen Dude wieder mit den Granaten. Auf der anderen Seite Diffuse Kit, Doppelflash bei Nevis. Und der steht da mit an B. Banane schon mal eingenommen. Das heißt, die Anti-Rush Flash wird verzögert geworfen. Wird inzwischen immer beliebter, die etwas später zu werfen. Den Gegner erstmal rankommen zu lassen. Natürlich die Frage, mit wie viel Tempo die T-Seite die Banane dann anspielt. Hier macht Ethics das etwas langsamer. Das heißt, es hätte funktionieren können. Die Playing Ducks wollen die Flashes wohl für einen anderen Moment aufheben. Die Bombe noch in der falschen Mitte auf dem Rücken von Cressy. Und Ethics hat die Banane-Kontrolle nur als Fake erstmal eingenommen. Wir wissen natürlich nicht genau, wie der letztendliche Plan aussehen wird. Mitte hoch. Auch da kein Contact. Zweimal nur auf B, Alang, Sperrangel weit offen. Ein Risiko, dass man auf der CT-Seite häufig mal eingeht. Pony Thunder anscheinend Fussel auf dem Mauspad gehabt. Dude. Da bekommt die B-Split-Smoke, aber nutzen sie die auch so. Da schicken sie keinen Richtung kurz. Nevis rotiert jetzt wieder zurück. Der weiß genau, wenn er alleine CD-Base steht, hat ein Problem. Oh, die gehen ganz langsam die CD-Base rein. Die Playing Ducks können sich hier überhaupt nicht sicher sein, in welche Richtung Ethics das jetzt tatsächlich spielt. Und da ist der erste Contact. Und auch direkt ein Headshot, aber nur durch die Glock. Slacks kann durch den Laufweg über die CD-Base den Frag noch ausnutzen. Schöner Knipser von Zyngs, aber auch er kassiert einen Headshot, kommt nochmal in die Deckung. Wie viel Damage kann jetzt Cargo da aus dem Beet machen? Und wie es aussieht, gar keinen. Er geht gegen Cressy down und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch Zyngs fällt. Im 4 gegen 2, jetzt gleich der Bombenplan für Alternate Ethics. Die sehen aber, dass da sehr schnell aus der Banane ranrotiert wird. Delcor mit dem ersten. Und jetzt müssen sie bei Ethics natürlich aufs Duell gehen. Nur noch 13 Sekunden. Delcor immer noch am Leben. Aber sein Gefährte aus der Banane jetzt schon down. Die Bombe wird gelegt. Und Delcor wird kurz bevor der Plant durchgezogen ist, doch noch von Mantu geholt. Dadurch das langsame Spielen von Ethics wurde die Zeit doch etwas knapp. Aber die Pistol Round geht an Alternate Ethics. Die Playing Ducks konnten ihre Flashes hier durch diesen sehr ungewöhnlichen Laufweg von Alternate Ethics nicht richtig einsetzen. Und schauen jetzt natürlich in die Röhre, spielen eine Full Eco, wollen in der nächsten Runde schon die Rifles kaufen. Sehr schöne Pistole, da stimme ich Pio auf jeden Fall zu, von Alternate Ethics. Playing Ducks spielen den B-Stack, alle hinten am Dark. Ja, da sehen wir den Aufbau nochmal. Das ist ein super schönes Setup, das wir da haben. Und ja, Dude geht da fast down. Der haut jetzt einfach ab und sagt, Leute, die sind alle auf B. Slacks geht deswegen sehr schnell zusammen mit Stefan Richtung CD Base 4. Ja, man hätte die Gegner auch durch die kleinen Eingänge laufen lassen können. Aber Stefan juckt das überhaupt nicht. Slacks hilft noch mit. Stefan macht dann schlussendlich das 4K. Und da haben sie sich alle aufgereiht. Werden gleich schön wieder hingestellt, die Zinnsoldaten in der CD Base. 11 zu 6. Alternate Ethics jetzt mit einer 5-Runden-Führung. Aber die erste Buy-Round für die Playing Ducks, die kommt. Problematisch hier natürlich, dass man nur einen Molotov dabei hat, aber Delcor durch die Frags in der Pistol jetzt schon dazu in der Lage, die AWP zu kaufen. So, Delcor Mitte Flash kassiert, so der Klassiker. Dass der HE die Banane runter macht, ein bisschen Schaden gegen Dude, aber der bekommt jetzt gerade die Info, dass Banane oben kein Problem ist. Mitte-Kontrolle, früh mit einer Flash angespielt. Cargo hat ein gutes Timing. Jetzt fast verdaddelt, aber den Kill gegen Mantu zieht er trotzdem noch. Smoked sich da direkt mal ab. Falls Ethics da durchzieht, und die wollen durchziehen, mit dem Split. Die Smoke stört den Kurzspieler schon. Das ist Lex, der sich da langsam vorarbeitet. Schöne Flash Richtung Alan. Supported Cargo da nochmal, der bekommt, glaube ich, ziemlich lucky noch den zweiten Kill. Slacks hat den Pitchspieler zwar geholt, aber die Ablenkung an B bringt nicht ganz so viel. Slacks ist immer noch im 1 gegen 2 und bekommt da nichts mehr auf die Reihe. Die erste Buy-Round geht an die Playing Ducks und eine sehr, sehr schöne Support-Flash Richtung Alang für Cargo, der in dieser Runde 3 Frags machen konnte. Oh, Ethics. Hat nochmal geforst, Stefan. Ja, hat genug Geld für eine AK. Delcor hier, der erste Damage in der Mitte, enorm. Es könnte eine Doppelnade gewesen sein, aber ich glaube eher, dass er ein paar Hits abbekommen hat. AE in den Entry-Bereich und da wird, glaube ich, nochmal eine Mitte-Smoke vorbereitet. Mal gerade mal gucken, wie die fliegt. Ja, das ist ein Fixbook für die Mitte. Nice, okay. Wobei man die Pit-Smoke eher aufhebt, um sich
selbst abzulöschen, wenn der Molotow da reinkommt. Also das ist zwar ein schöner Fixpunkt, keine Frage, aber gefährlich ist es trotzdem, so früh in der Runde als Pitch-Spieler seine Smoke rauszuhauen. Da müsste man wirklich über einen Positionswechsel dann nachdenken. Vielleicht mit einem Spieler tauschen, der seine Smoke noch aufgehoben hat. Ah, hier. Vielleicht die Smoke-Wall an den Särgen, um in die CD-Base reinzukommen. Aber da liegt auch eine CD-Base-Smoke. Also ein bisschen schwierig die Situation für Alternate Attacks. Die kommen dann durch, gehen die CD-Base rein, haben Delcor schon low geschossen. Oh ja, und der wird gesehen. Da geht man sogar nochmal in den Zoom. Die CD-Base-Smoke geht weg. Wenn sie das klären, können sie zumindest den Refrag gegen Synx holen. Aber Pony-Sun macht 2 Kills. Überzahlsituation für die Playing Ducks. Die Bombe erstmal schnell gelegt. Das wäre was für ein Quad Dark Setup. Aber so wie es aussieht, wollen sie es aggressiv Richtung CD-Base, Richtung Ruine ausspielen. Lass ein Cressy da noch oben auf der Kiste stehen. Stefan muss sich überlegen, Banane oder Ruine up-aim. Es gibt wohl einen aktiven Peak und gutes Timing. Der Spieler aus der Ruine kann da gerade echt noch nicht eingreifen. Super schön gemacht von Attex. Sehr schön aktiv, auch wenn sie keine Flash mehr hatten. Vorgegangen. Und das war nur eine Frage der Zeit, bis Cressy den Kill macht. Pony Sun zwar mit einer guten Runde, mit vielen Frags. Nichtsdestotrotz holt sich Attex hier die 12. und schickt die Playing Ducks in Überlegung, ob sie in dieser Runde kaufen oder nicht. Einfach den B-Go in Richtung CD-Base. Da werden so kleine Specials von Attex ausgepackt mit richtig guten Support-Flashes dazu. Also das sieht schon wirklich sehr stark nach einem Favoriten-Play hier von Alternate Attex aus. Die Playing Ducks wird das ein harter Kampf. Sie haben sich für die Eco entschieden. Wenn Nevis etwas wenig Geld hat. Wobei, der hat halt Deagle und Smoke gekauft. Eine normale Eco hätte es dann wahrscheinlich noch ein bisschen besser getan. Denn wieder könnte die Utility ein Problem in der nächsten werden. Aber vergesst immer wieder den Loser-Bonus, der noch halbwegs stabil ist. Also gibt ja $2400 in der nächsten Runde. Dann kann man auch leicht unter 2000 gehen. Boah, und mit Zyngs da einfach deinstalliert. Dann haben sie schön die Uninstall.exe mit den HEs vorbeigeschickt. Pony Sun wechselt noch auf die Deagle. Slacks. Ja, mit der Bandenflash. Ist natürlich immer ein bisschen risky gegen die Position unterm Quad. Wenn man da hinter der Säule steht, geht die genau vor der Säule auf. Aber die All-In-Position, die kann man ja dann meistens traden. So, Smoke nochmal in die Bibliothek rein. Wahrscheinlich stellt man da noch einen ab. Man geht auf den Spot, hat mit dem Sprung beide Spieler gesehen. Ja, gar keine Chance für Nevis und Cargo. Die bewegen sich da kaum. So, und Slacks. Der hat dann eben auch den Blick nach hinten. Mantu jetzt schon hier vorne. Und dann auch nochmal rein. Und das ist eben dieses Reinhüpfen, dabei schon schießen können mit den MAC-10s. Das ist so unglaublich stark. Gerade gegen Ekos. Das macht schon sehr viel Sinn. Cressy bedankt sich nochmal für den schönen Schuss, den er abbekommen hat. Ehre, wem Ehre gebührt. Pony Sun wacht auch so langsam auf, aber Delcor immer noch meilenweit vor allen anderen. 20 Kills bei ihm. Und trotzdem sieht es hier gerade eigentlich nur noch so einer kleinen Spazierfahrt für Alternate Attacks aus. Die in den meisten Situationen wirklich wenig Probleme für sie. Beim letzten B-Go, da gab es tatsächlich Probleme. Stefan und Kobere Banane eingenommen. Weil ich jetzt auch mal auf einen Reaggression-Move aufpassen. Aggressive Hausdeckung von den Playing Ducks. Ist immer ein bisschen tricky, weil die Winkel für die Ds nicht so schlecht sind, wenn man ehrlich ist. Synx hat das da schon richtig gerochen. Oh, sie timen es halt super. Ignorieren die Smoke von Synx, gehen einfach durch. Da wollte sich Pony Sun vor den Flashes wegdrehen. Und Mantu schaut natürlich genau in die Richtung. Also sehr schöne Aktion, wie man Mantu da direkt vorbringt mit der MAC-10. Der kann dann auch noch auf die M4 gehen. Ja, und der Rest von den Playing Ducks sollte das in dieser Runde saven. Und das machen sie auch. Ziehen sich zurück, haben noch, stand noch ein bisschen dabei, falls Attex wirklich es übertreibt und mit mehreren Leuten reinrennt. Die Fuse geht hätten sie bei Synx gehabt. Dell kommt mit der AWP und auch nur den Anschluss durch die Kanache. Es läuft gerade einfach nicht für die Playing Ducks, sind wir ehrlich. Attex spielt jetzt auch mit der fehlenden Banane-Kontrolle der Playing Ducks. Sie muss das jetzt auch auf Kont
Contact, warten sich dann nur mit den Flash, also ist nicht mal auf Contact, die haben ja die oberen Banane geflasht, warten dann ein bisschen ab, spielen dann eben einen Special Goal. Sie haben halt 3-4 verschiedene Arten, um den Spot einzunehmen. Genauso muss das eigentlich auch sein bei einem Team, das über mehrere Seasons hinweg spielt. Das Gefühl kennt, glaube ich, jeder. Oh mein Gott. Bleiben die da an der Tür hängen. Richtig, richtig bitter. Oh, Dude, die HE noch reicht. First Break in der Banane, der kommt nochmal. Aggressive Bananenkontrolle, sofort 2 Kills für die Flame Ducks. Durch die Smoke dann noch der Shot für Pony Sun. Und Stefan. Ach, der hat, boah, jetzt nochmal 1-on-5, Stefan. Ne? Der smoked jetzt nochmal oben ab. Wir bleiben mal auf ihm drauf. Hat er noch gesteppt? Geht er durch oder geht er nicht durch? Was ist da vor? Oh, er droppt erstmal Richtung kurz runter. Oh, da einer von hinten. Er war fast noch drauf, ey. Millimeter weiter nach links. Und er hätte es schaffen können. Aber jawohl, da sind die Playing Ducks doch wieder. Auf geht's. Schön steil in die Banane rein. Gute Molotow-Kombination, die Nades hinterher. Das sind so die Lichtblicke von den Playing Ducks. Es ist ja nicht die brutale Überfahrt, die wir hier sehen. Und dann einfach nur so ein, ja, sauberes Runterspielen von Etex, und ab und an kommt auch mal eine sehr gelungene Aktion der Playing Ducks. Oh, Pony Sander nochmal durch die Smoke reingebracht, wieder hier. Die Re-Aggression von Etex war also ein Trade-Kill. Vorteil für Alternate Attacks, würde ich sagen, denn jetzt ist die Deckung der Playing Ducks natürlich auseinandergerissen. Doppel-Alang-Deckung, da müssen sie die Mitte-Kontrolle halten. Wenn sie abgesmoked werden, dann haben sie ein riesen Problem. Und dadurch, dass so viele Granaten auf den B-Spot geflogen sind, rotieren sie jetzt auch noch Nevis rüber. Das heißt, null Kontrolle über kurz, null Kontrolle über den Pit, einer Alang-Smoke und die Runde gehört Alternate Attacks. Da lege ich mich jetzt schon fest. Und Stefan ist auch schon wieder an kurz durch. Der sagt hier schon mal, Leute, da ist keiner. Werft mal bitte Backside-Smoke, Delco jetzt mit dem Kill. Da sollte Stefan eigentlich anziehen, aber der arbeitet sich noch ein bisschen weiter vor. Haben keine Backside-Smoke geworfen. Ich denke, das ist ein Fehler von Alternate Attacks gewesen. Aber mit dem Kill von Stefan, mit dem Doppelkill von Stefan sogar, ist die Runde dann doch gegessen. Jetzt müssen Pony Sun und Cargo ihre Waffen wieder saven, denn wirklich viel Geld ist bei den Playing Ducks nicht vorhanden. Und Attacks sackt so die 15. Runde ein. Die, ja, normalerweise kritisiere ich das sehr hart, wenn die Kurzkontrolle so offen gelassen wird, weil du musst es ab und an mal drauf spekulieren, dass der Gegner dann Alang einnimmt. Aber so wie Etex gerade gegen die Playing Ducks spielt, fand ich den Call mit dem Doppellangaufbau nicht verkehrt. Den dritten Spieler dann auf B zu schieben, als so viele Granaten kommen, macht Sinn. Ich kann es absolut nachvollziehen. Du willst lieber zu früh als zu spät auf dem B-Spot sein. Und die hatten vorher schon ihre Probleme auf B bei den Playing Ducks. Aber hätten sie ihr Doppel-Setup in der Mitte gehalten, dann hätten sie vielleicht noch mit einem Tower oder mit einem Bang arbeiten können. Dann hätten sie das 4 gegen 4 oder 3 gegen 3, was auch immer da entsteht, vielleicht sogar eine Überzahlsituation ausspielen können. Alles wäre möglich gewesen. Aber mit der Rotation Richtung B und dem Play von Stefan dann wirklich eine super schwere Runde am Start gehabt für die Playing Ducks. So, mit den gesaveten Waffen ist nochmal eine ordentliche Buy-Round drin. 7 Map Points für Alternate Attacks und die Playing Ducks. Die spielen normalen 3-2-Aufbau, keine tiefe Bananenkontrolle, obwohl das gut lief. Eine gut getimte AE gegen Stefan. Boah, die ist ihm komplett in den Rucksack geflogen. Und hat ihm da das Schulheft gesprengt. 57 AP nur noch bei ihm. So, Timing Play in Richtung Short. Guter Trade-Kill. Der Spieler oben auf dem Balkon auch noch gesehen. Der HE könnte es noch einen Frag geben. Nevis weiß eigentlich, dass die nicht guten Schaden gemacht hat. Der willst du zumindest vermuten. Gönnt sich auch noch den Frag gegen Cressy und kommt aus dem Pit raus. Aber wenn Cressy das jetzt richtig gelesen hat, dann weiß er, okay, die haben gerade niemanden in Short drin stehen. Dann der Frag gegen Alang. Da steht noch ein zweiter Spieler. B auf Prediction offen gelassen. Wahrscheinlich wegen Druck. Nevis macht das super. Schöner Follow-up-Kill gegen Slags. An kurz sind sie jetzt durchgekommen. Die Bombe wäre am Spot, aber die Rotation ist schon da. Durch die Backside-Smoke durch, macht Zünds den Frag nach oben. Es ist Mantu. Im 1-on-2. Nevis hier vorne. Gewinnt die Runde dann für die Playing Ducks. Der erste Map-Point also abgewehrt. Und auch auf die AK kann man noch upgraden. AWP noch mitgebracht.
Es geht doch. Noch sind die Playing Ducks auf Inferno nicht geschlagen. Und das Ganze hier ist ja der Map-Pick von Alternate Attacks. Die Playing Ducks. Spielen diesmal mit einer aggressiveren Mittelkontrolle. Schon die falsche Mitte rein, aber Attacks pressured erstmal wieder in der Banane, lässt Slacks sehr passiv in der Mitte annehmen. Wobei normal passiv in der Mitte annehmen, sehr passiv ist es jetzt nicht unbedingt. Und auch hier wieder ein Fixpunkt, um in der Mitte eine Smoke zu werfen. Davon haben sie viele. Das Contact Play von Ponys. Ich bin kein Fan der Säulenposition. Wir können die Smoke nachwerfen. Kommt erst der Molly. Da weiß Syncs auch, dass sein Timing für die Smoke ein bisschen zu spät ist. Gute Support, also gute Flash hier, um nochmal ein bisschen zu delayen. Noch eine Flash hinterher, die wieder ein bisschen Zeit rausholt. Die Bombe ist jetzt da, dann wird Stefan als Lurk in der Mitte oben abgestellt. Botplant geht jetzt durch, auch schön an der Kante gelegt. Und jetzt die Rotation und Stefan ist komplett reingekommen. Er hört das, Nevis zielt es an. Hat aber nicht auf dem Schirm, dass der Gegner da schon durch war. Und jetzt spielt Stefan dann nur auf Zeit. Er muss sich ganz langsam nur Richtungsport vorarbeiten. Weiß hier, dass er seine Flashes nochmal nutzen kann. Syncs zwar noch mitten im Kill, aber die Runde ist vorbei. Durch die Shots von Kressi stellt sich gerne oben auf die Kiste. 16 zu 9. Nicht nur eine Auflösung, sondern auch das Endergebnis dieser ersten Map hier am 7. Spieltag zwischen den Playing Ducks und Alternate Attacks. Also das erwartete 1 zu 0 auf Inferno. Jetzt kommt das 2. Das wird der Map-Pick von den Playing Ducks sein. Wir machen eine kurze Pause, quatschen dann ein bisschen über das, was auf Inferno passiert ist, bevor es dann eben auf die letzte Map des heutigen Abends geht. Bleibt dran, Leute. Ich bin gleich wieder für euch da.